Wer grüßt Gott miteinander? Wir haben es geschafft. Wir waren da. Das ist unsere Kraft. Danke, dass du dein Herz gibst. Oh, mit Tag, Jeho Jassen. Ja, grüß Gott miteinander. Hallo. Heute habe ich zu Gast die Anni und den Martin. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Und Kanal ist ja auch ein gutes Stichwort. Ich schaue eigentlich täglich bei euch rein und jetzt, obwohl ganz viel los war, ist jetzt schon der ein oder andere Tag verstrichen und ich habe nichts auf eurem Kanal gesehen. Was ist denn los? Ja, hallo lieber Stefan. Unser Kanal ist gesperrt seit Sonntag. Wir hatten, wie du vielleicht weißt, das Video von der lieben Margareta auf unserem Kanal, was jetzt dreimal gesperrt wurde. Dann haben wir in Konstanz ein Interview mit ihr gemacht und das wurde auch direkt gesperrt. Und jetzt können wir eine ganze Woche lang nichts hochladen. Genau. Ah, okay. Also ihr seid jetzt nicht auf der faulen Haut, sondern ihr seid gehindert von YouTube. Das ist ja eigentlich schon ziemlich krass. Was war denn so Schlimmes in diesem Video? Ohne jetzt diese Wörter zu sagen, die dazu führen, sonst wird das Video auch wieder gesperrt. Was war denn so schlimm da dran? Lieber Stefan, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns hier äußern können. Es ist überhaupt nichts Schlimmes an dem Video. Es wurde seitens YouTube der Vorwurf erhoben, es würden medizinische Falschinformationen verbreitet werden. Wir haben 10 Ärzten, darunter auch einige Professoren, das entsprechende Video zur Prüfung vorgelegt und keiner dieser 10 Ärzte konnte bisher medizinische Falschinformationen finden in diesem betreffenden Video. Und insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass wir vor Gericht gegen YouTube gewinnen werden. Wir klagen gegen YouTube darauf, dass das gesperrte Video mit Margarete wieder online gestellt werden muss und zukünftig nicht mehr gesperrt werden darf. Und die Ärzte, die wir gefragt haben, nach ihrer Einschätzung, die alle zu dem Schluss kommen, es werden keine medizinischen Falschinformationen verbreitet, so wie es uns vorgeworfen wird, ja, das soll uns natürlich den Rücken stärken vor Gericht und die Richter auch darin bestärken, das so zu sehen, wie diese Mediziner das sehen. Ja, das ist ja jetzt eigentlich ein wichtiges Zeitdokument, jetzt, das gerade ganz aktuell gebraucht wird, dieses Video. Wäre fast die Überlegung, das mit dem Eilantrag zu machen, weil jetzt gerade diese Information zu den Menschen gehen muss. Genau, Stefan, genau das machen wir. Wir machen einen Eilantrag auf Unterlassung. Also wir verpflichten, also wir wollen, dass das Landgericht YouTube dazu verpflichtet, es zu unterlassen, dieses Video weiterhin zu löschen und dass YouTube verpflichtet wird, es nicht mehr zu sperren und wieder online auf unserem Kanal zur Verfügung zu stellen. Und wenn dann auch damit die Sperrung aufgehoben wird, wäre das natürlich auch in unserem Interesse. Aber in erster Linie kämpfen wir für die Meinungsfreiheit, die in diesem Fall unserer Meinung nach unzulässig eingeschränkt wird, weil eben nicht, wie behauptet, medizinische Falschinformationen verbreitet werden. Und YouTube sagt ja nicht, dieser Satz oder diese Information sei eine Falschinformation, sondern es wird einfach ganz anlasslos und grundlos behauptet, das Video als Ganze verbreite Falschinformationen, medizinische Falschinformationen. Und das sehen halt die von uns konsultierten Ärzte, allesamt Mediziner, promoviert, habilitiert, die sehen das nicht so. Und ich denke, das ist ein ganz gutes, das sind gute Argumente auf unserer Seite in diesem Eilverfahren gegen YouTube. Da hast du jetzt richtig Zeit, um daraus auch ein Video zu machen. Das können wir nur nicht hochladen. Aber auch doch auf unserem Zweitkanal. Möchtest du dazu was sagen, liebe Anni? Ja, der heißt jetzt Martin und Anni auf YouTube. Da werden wir jetzt ein bisschen was hochladen für die Übergangszeit, bis der andere Kanal wieder freigeschaltet ist. Dann sind wir auf BitChute. Da heißen wir Anni und Martin. Das probieren wir jetzt mal aus. Genau.
Wobei wir natürlich weiterhin YouTube treu bleiben wollen, weil YouTube ist einfach eine Plattform, auf der sehr viele Menschen unterwegs sind, die leicht zugänglich ist und die sich einfach auch durchgesetzt hat als die Videoplattform. Es gibt natürlich viele, viele andere Plattformanbieter, aber YouTube ist einfach der Marktführer und dort ist die meiste Reichweite. Und deshalb möchten wir weiterhin von unserem Recht Gebrauch machen, diese Plattform zu nutzen. Und solange wir nicht gegen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstoßen und erst recht auch keine medizinischen Falschinformationen verbreiten, das ist ja unser Standpunkt, an dem wir festhalten, und sonst würden wir auch nicht klagen, wenn wir nicht der Auffassung wären. Aber wir würden es sehr schön finden, wenn ihr mal in die Beschreibung zu diesem Video schaut und dort für die Übergangszeit den Link zu unserem Zweitkanal findet. Und dort werden wir auch die Videos aus Konstanz hochladen. Ja, also das lohnt sich. Konstanz war richtig cool. Das war so schön, lieber Stefan. Schöne Dinge erlebt da. Also ich bin mir sicher, dass alles, was ihr hochladet, dort sehr wertvoll ist. Und ja, ich freue mich schon, wenn ich da reinschauen kann. Und ich lade alle ein, den Kanal zu abonnieren. Also jetzt heißt er Martin und Anni. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Und ja, wünsche euch weiterhin gute Arbeit und dass ihr die richtigen Leute findet, das machen wir sowieso immer, dass ihr durch ein Wunder immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort seid und vielen Dank für euer Engagement und ja, bis bald. Vielen Dank, lieber Stefan, für das Gespräch und hoffentlich ist Anni und Martin bald zurück und wir freuen uns mit euch, die schönen Geschichten, die wir in Konstanz gefunden haben, mit euch zu teilen. Das sind also auch vor allem Anni hat wunderbare Gespräche geführt mit ganz, ganz lieben Menschen. Es war richtige Festivalatmosphäre, Stefan. Ja. Das war ganz schön. Der Bodensee ist ein ganz schöner Ort. Ja, und danke nochmal für die Sonne, die du extra mitgebracht danke, hast. Danke, Stefan, für die Sonne. Oho, bis bald. Bis bald. Dann könnt ihr euch nochmal lassen, wir sehen. Oho.